Hallo meine Lieben, heute habe ich dieses hübsche Nageldesign mit Zierstreifen für euch. Alles was ihr dazu braucht sind Unterlack, einen Orangeton, Überlack, normales Klebeband und solche Striping Tapes Zierstreifen. Ich verlinke euch die verwendeten Produkte wieder unten in der Infobox. Dann kann es auch schon losgehen. Ich lackiere mir zunächst alle meine Fingernägel mit Unterlack. Und anschließend in zwei Schichten von dem Orangeton bis auf den Ring und den Mittelfinger. Den Ring und den Mittelfinger klebe ich mir mit ganz normalem herkömmlichen Klebeband schräg ab. Dann lackiere ich die abgeklebten Nägel zunächst mit Unterlack und anschließend auch wieder in zwei Schichten von dem Orangeton. Und nach der zweiten Farbschicht ziehe ich das Klebeband direkt ab, bevor der Farblack trocknen kann. Jetzt nehme ich diese silbernen Zierstreifen, schneide sie mir zu und klebe sie mir an dem Übergang von dem orangefarbenen Nagellack zum Naturnagel einmal schräg ab und dann nehme ich einen zweiten Zierstreifen und setze den mit nur einem geringen Abstand darüber und klebe auch den fest. Dann nehme ich noch eine Nagelschere und entferne die überstehenden Zierstreifen und schon ist der diagonal abgeklebte Nagel fertig. Auf die anderen orangefarben lackierten Fingernägel setze ich mir auch immer zwei Zierstreifen und zwar in das obere Drittel des Nagels mit ungefähr dem gleichen Abstand wie auf den anderen Fingernägeln zueinander. Zum Abschluss lackiere ich mir alle meine Fingernägel mit Überlack, damit das Nageldesign schön glänzt und länger hält. Und so sieht das fertige Nageldesign dann aus. Ich finde, es sieht super schick aus und ist auch wieder sehr gut im Alltag zu tragen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm gern ein Däumchen nach oben und abonniert meinen Kanal, damit ihr keins meiner weiteren Videos verpasst. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal.